ich werde, und letztlich haben wir heute schon ein Beispiel dafür gehört, wie so ein kompetenzorientiertes Prüfungsmodell ausschauen kann. Und ich werde das jetzt nochmal so auf einer allgemeineren Ebene aufdröseln, mit dem Titel Prüfungen, die das Leben berührt. Also Lernen ist ein Entwicklungsprozess, der beginnt schon bei der Entscheidung für ein Studium und betrifft eben die Weiterentwicklung sowohl vom Wissen als auch von persönlichen Kompetenzen. Und insofern ist es wichtig, dass Prüfungen eben ein Teil dieser Lernreise sind und sich weniger anfühlen als etwas, was ein bisschen abgekoppelt ist von dem, oder noch schlimmer als etwas, ein Ereignis, vor dem so eine gewisse Furcht auch da ist. Also ich habe bei verschiedenen Workshops immer wieder Menschen getroffen, die von jahrelang zurückliegenden Traumata berichten, die noch immer da sind. Also das halte ich für ungünstig, sondern dass sie sich wirklich als gut bewältigbare Teile der Lernreise anfühlen, die natürlich genauso auch Mühe kosten, intensive Auseinandersetzung kosten und eben auch mein Engagement als Lernende, als Lernender. Ganz wichtig, damit das funktioniert, ist zunächst und auch damit überhaupt Kompetenzorientierung passiert, dass Prüfungsschritte ein integraler Bestandteil des didaktischen Designs sind. Also das heißt, ich fange mal an mit den üblichen Fragen: Was sind eigentlich die Learning Outcomes von dieser Lehrveranstaltung? Die sich auch werf auch Blicke dazu, was ist im Modulhandbuch dazu finden, im Curricula, was sind Herausforderungen, die auf Studierende in möglichen Berufsfeldern begegnen könnten, was sind Herausforderungen unserer Zeit, also ich denke da besonders an die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, an denen wir unsere Lehre auch ausrichten können und sollen, und dazu dann passend eben vielfältige Materialien zusammenzustellen, dialogorientierte Methoden zu suchen und eben dieses Peer Learning und vor allem auch das Peer Assessment, also die gegenseitige Beurteilung zu fördern, weil die eben kein Zufall ist. Und genauso ein Bestandteil dieses didaktischen Designs sind eben formative Prüfungsschritte, das heißt Prüfungsschritte, die immer wieder, so wie wir es jetzt auch gehört haben von der Barbara und vom Andreas, in kleinen und großen Formen vorkommen. In einem Artikel, an dem ich gerade schreibe, habe ich da in der Literatur ein paar schöne Hinweise gefunden. Also summative Prüfungen sind eher rückwärts gewandt und formative Prüfungsschritte sind eher Teil eines Lernprozesses und eben ein Teil des Prozesses, dass ich als Lernender lebe. Hier entwickle ich meine Fähigkeiten, meine Kompetenzen, mein Wissen weiter und noch intensiver, das, was bei der Prüfung passiert, hat auch eine Alltagsrelevanz und wird für mich auch weiter verwendbar. Das heißt, es ist ein Durchlaufen von verschiedenen Stationen, wo es jetzt nicht die Ausrichtung ist auf einen einzelnen Termin, wo die einzige Frage dann oft ist, was muss ich für diesen Termin können, sondern eher die Ausrichtung auf diesen Lernprozess und die Kompetenzen, die ich dabei weiterentwickle und Unterstützung, die ich dabei bekomme, um das zu machen. Und dass Prüfungsmethoden und Prüfungsschritte eben ganz stark eben auf aktuelle Themen und Problemstellungen nicht nur ausgerichtet sind, sondern auch im Idealfall auf diese angewendet werden und gleichzeitig auch die Schlüsselkompetenzen im Blickfeld sind, also zum Beispiel die Fähigkeit, etwas zu moderieren, etwas anzuleiten, etwas zusammenzufassen, Selbstwirksamkeit weiterzuentwickeln und so weiter. Und es gilt eben dann, mit möglichst vielfältigen Formaten zu arbeiten. Also der Schlüssel in Richtung kompetenzorientierte Prüfungsszenarien ist mit möglichst vielfältigen Formaten, die zu den anderen Lernschritten dazu passen, einzusetzen. Einer der wichtigsten Aspekte dabei ist Learner-Generated Content. Das hat mehrere Aspekte. Also auf der einen Seite geht es dabei um Materialien, die Studierenden im Laufe einer Lehrveranstaltung erstellen. Also das ist auch beim Beispiel von Barbara und Andreas ist das auch ein Stück weit drinnen. Da kann es gehen um verschiedenste Zusammenfassungen von Dokumenten, da kann es gehen um Projekte, die entwickelt werden, da kann es darum gehen, kleine Videos, kleine Podcasts zu entwickeln
und die werden dann wieder Teil des Lernprozesses. Auf jeden Fall ist der gesamte Prozess eben Teil dieses Lernweges und ist auch darüber hinaus wirksam, ist auch etwas, was ich voller Stolz nach außen hin zeigen kann, was auch eben in Bewerbungsunterlagen einfließt oder dass ich dann auch einfach in Sozialräume, in denen ich lebe, einbringen und dort etwas bewirken kann. Ein anderes vielfältiges Format, wo ich auch gerade dabei bin, mehrere Studiengänge dabei zu unterstützen, ist der Einsatz von E-Portfolios, was nichts anderes ist als eine Sammlung von möglichst vielfältigen Materialien, die sich dann nicht mehr nur auf eine Lehrveranstaltung, sondern eben auf die Schnittstellen auch zwischen die Lehrveranstaltungen konzentrieren und wo sehr stark die persönliche Entwicklung im Vordergrund steht und eben auch da die Auseinandersetzung mit verschiedenen Kompetenzen, die ich da weiterentwickeln kann. Ganz, ganz klar auch eben Fallbeispiele, an denen Studierende dann arbeiten können. Das ist eher auch beim Beispiel von Barbara und Andreas ganz deutlich geworden, wobei auch dieses von den Studierenden selber kommen können, wie auch alle anderen Prüfungsformate. Also ein Aspekt von Learner-Generated Content ist, dass Studierende im Laufe eines Semesters sich überlegen, wie kann eben dieser Lernprozess sichtbar, nachvollziehbar werden, wie kann er reflektiert werden und sich dazu passende Formate überlegen, mit denen sie sich dann auch gegenseitig herausfordern, selber Fragen entwickeln, selber Methoden, Antworten zu bewerten oder eben mit ganz vielfältigen, kunterbunten Methoden zu arbeiten. Was ich auch als Potenzial sehe und wo es viele Beispiele dazu gibt, ist, dass eben so Lernschritte zusammenfließen in ein Barcamp, ein Open Space, also etwas, wo Studierende selber dann zu Inputgebern werden, zu Moderatoren, Moderatorinnen und nicht zuletzt wäre dann auch noch ein Schritt in Richtung Service Learning, das heißt, dass mit verschiedenen Stakeholdern aus allen möglichen Bereichen der Gesellschaft zusammengearbeitet wird, damit Lernen noch intensiver mit dem Alltag, mit den gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit zusammengeworben wird. Also das wäre so eine Ergänzung zu dem, was wir gerade gehört haben.